Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Und wir brauchen hier wieder ein neues Gleis. Das wird jetzt hier so eine richtige Riesenhauptverbindungsstrecke. Aber das will ich ja auch so haben. Und ja, ich möchte die tatsächlich nicht. Das Tunnel über der Erdoberfläche? Na komm, mach halt. Geht in der Tunnel rein. Geht das nur wieder von einer Seite? Erzähl doch nicht, oder? Nee, der mag den Tunnel hier nicht. Okay, dann müssen wir da natürlich nochmal zurückbaggern. Ich weiß, wir könnten das Gleis auch einfach brach liegen lassen. Will ich aber nicht. Wir bauen ja weiter an unserer kleinen Güterlinie, die hier rausläuft. Und die auch ein bisschen an dieser Hauptlinie lang führt, die jetzt mittlerweile mega groß ist. Und ich weiß, ich hätte das auch auf den anderen Linien machen können. Und die hätten irgendwie sich mit Sicherheit mit den Güterzügen arrangiert. Aber warum? Kohletechnisch schaut es hervorragend aus. Und warum dann nicht auch das Kapital, was man hat, nutzen für ein bisschen Erweiterung? Kann auch mal sein. Wir könnten jetzt natürlich auch Folgendes machen, was ich noch nie probiert habe, ob man das hier so sinnig an einem tatsächlich, das könnte man so durchleiten. Weil der fährt ja hier auf der Spur sozusagen eh nur zurück. Dann könnten wir den Zug nämlich hier auf der Seite zurückfahren lassen und die anderen werden dadurch gar nicht gestört. Dann muss das nicht auf derselben Linie sein. Ist ja auch verrückt, was der da macht. Klasse, dass das funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Dass der wirklich die Gleise direkt an dem Bahnhof langlegen kann, das hat mich ein bisschen gewundert gerade. Aber okay, so ist es, so funktioniert es halt auch, ne? So, jetzt hier noch dran. Und jetzt haben wir es doch fast geschafft, jetzt sind wir doch fast zu Hause. Jetzt haben wir hier nicht genügend Platz, echt jetzt? Oh nein. Ja gut, noch einen Anschluss zu verbinden. Mal wieder ein kleines Nadelöhr. Wenn wir die Straße abgerissen hätten, hätten wir es wahrscheinlich hingekriegt, aber naja, gut, so ist es halt jetzt. So, letzter Eingang in den letzten Tunnel, soweit ich mich erinnere. Und da kommen wir dann schon raus und da kommen auch unsere Züge ran. So, und jetzt der große Quiz, ja, das große Quiz, wo kommt das Signal hin? Ihr seht jetzt, also passt auf, ich erkläre euch das jetzt nochmal, wie ich das mir denke. Also, ich erkläre Signale, hätte ich ja vor 30 Folgen nie gedacht oder 40. So, passt auf, der Zug kommt jetzt, also mein Plan, ihr könnt das natürlich auch andersrum sehen, ja? Mein Plan ist, der Zug kommt hier hin und wenn hier ein Zug kommt, geht er auf das Ausweichgleis hier raus. Ja? Das heißt, die reguläre Ausfahrtstrecke ist hier raus. So, dann gehe ich jetzt hin und sage, okay, wenn du von da kommst und hier steht schon einer, Signal, bam, dann verteilt er sich schon. So, und genauso machen wir das jetzt sozusagen auf allen anderen Teilrouten auch. Jetzt müssen wir aber erstmal kurz die ganzen Nadelöhre finden. Hier läuft's noch und nach dem Nadelöhr soll es normalerweise eigentlich auch laufen. So, gleiches Prinzip hier. Wenn einer kommt, bleibst du stehen, bis die Gegenspur sozusagen frei ist. Und hier ist es dann sowieso alles halb, ein bisschen einspuriger. Bis hier. So. Und hier möchte ich das. Passt auf. Jetzt machen wir das mal ein bisschen andersrum. Ein bisschen verwirrend, ich weiß. Hier, wenn einer drinnen steht, sage ich bei dem jetzt, wartest du, bis der Gegenverkehr kommt. Jetzt gehe ich hier wieder hoch. Schau mich hier um. Aber hier machen wir das genauso. Wenn einer im Tunnel steckt, hier ein Signal, dass der anhält. Da ist die Ampel. Perfekt. Und alles, was hier jetzt sozusagen läuft, das sollte sich nach Möglichkeit nicht treffen. Wenn sich's aber doch mal treffen sollte, müssen wir hiermit auch mit Signalen arbeiten. Das heißt, wenn einer im Tunnel entgegenkommt, bleibst du hier stehen. So, wenn du jetzt hier bist und willst hier hochfahren und es kommt einer entgegen, bleibst du auch hier stehen, damit der erstmal abfließen kann sozusagen. Und umgedrehterweise genau dasselbe, wenn einer hier entgegenkommt,
bleibst du hier stehen. Also quasi, wenn der Zug von hier kommt und es kommt einer aus dem großen Tunnel entgegen, dann soll der hier stehen bleiben, damit der andere hier abfahren kann, bevor der dann losfährt und in den Tunnel reinfährt. So können wir die optimale Gütermenge hier hoffentlich nutzen und am liebsten natürlich sogar mit mehreren Zügen arbeiten. Aber jetzt für den Anfang brauchen wir erstmal eine Kleinigkeit noch. Die werden wir hier nirgendwo hinbekommen, vermute ich, befürchte ich sogar. Das heißt, wir müssen uns jetzt eine Kleinigkeit überlegen. Hier können wir nichts abreißen, weil sonst würden wir sofort unseren Zugverkehr lahmlegen. Unseren Warenverkehr lahmlegen, unseren Warenfluss. Wir könnten jetzt uns überlegen, gehen wir hier nochmal raus. Wäre natürlich extrem blöd eigentlich. Wenn ich jetzt hier rausgehen würde und hier nochmal ein Depot ranbauen, wäre nix. Jetzt machen wir Folgendes. Habe ich Bauchschmerzen mit. Wo könnten wir ein Gleis hinmachen? Wo könnten wir ein Gleis hinmachen, was sinnig wäre? Wir könnten auch vielleicht hier eins nutzen. Das wäre hier. Ja, das ist nichts hier. Da verzieht er uns alles. Hier könnten wir rangehen, aber das ist natürlich auch... Auf der anderen Seite könnten wir hier wahrscheinlich nicht rumgehen. Das ist alles blödsinnig so. Okay, passt auf. Wir machen Folgendes. Wir machen jetzt ein bisschen die komplexe Variante. Das heißt, wir gehen hier mit einem Depotgleis raus. Und hier auch nochmal mit einem. So. Dann lassen wir die gerade laufen. Das ist jetzt unsere komplette Gütergleislinie, die hier rausgeht. Und der darf aber auch gleich eins weitergehen. Das heißt, wir müssen nämlich immer gucken, damit diese Züge hier auf beide Gleise kommen und auch rückfahren könnten. Jetzt müssen wir natürlich hier, haben wir natürlich jetzt einen Bockmist gebaut. Passt auf. Also erstmal ein Signal setzen. Du musst hier stehen bleiben, wenn einer kommt. Und falls hier einer kommt, musst du hier stehen bleiben. Okay. So. Jetzt müssen wir hier... Jetzt könnten wir das natürlich einfach länger ziehen, das Nadelöhr. Dann wäre das Problem hier quasi ganz entspannt gelöst, weil hier geht dann eh nichts mehr. Das heißt, wir müssen das hier nochmal schnell anders machen. Und das hier. Das ist jetzt natürlich die einfachere Variante, ohne mit vielen Signalen rumzuspielen, weil das ist, glaube ich, meines Erachtens noch ein bisschen buggy, wenn man da mit den Signalen rumeiert. Das heißt, dieser Depot-Zufahrtsweg, mehr oder weniger, beginnt schon hier. So, okay, das heißt, Signal wieder, da soll er auf die Linie gehen, dann machst du hier einen Break, wenn es sein muss. Und der macht den Break gar nicht. Okay, passt. Wunderbar. Gut, dann brauchen wir noch das letzte Mosaik in unserem Puzzle, nämlich das Depot. So, zack. Schön. Linie 1 ist quasi unsere... Wo endet diese Linie? Also de facto. Güter deuten Ried. So, diese Linie soll Güter transportieren und ich hoffe, sie tut's auch. Wir werden das jetzt ein bisschen verfolgen dann, aber jetzt brauchen wir erstmal eine Idee. Ich bin gerade am Suchen, wo ich mein Depot hingesetzt habe, da. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Idee. Wir brauchen erstmal eine Lok, die gut ist. Mittelschweren Güter- und Personenverkehr finde ich in Ordnung. Hat 4200 Kilowattstunden oder Kilowatt und 280 Kilonewton. Die hat mehr Zugkraft, also die kann schneller anziehen. Schafft auch nur 120. Die schaffen, glaube ich, alle nur 120. Die ist ein bisschen schneller. Die hat sogar richtig Zugkraft. Huiuiui. Okay. Also die Schweizer, ne? Swiss Build. Wahnsinn, 230, 6100 Kilowattstunden und 300 Kilonewton. Jetzt gucke ich mal kurz, was die
mittelschweren Streckendienst. Die ist auch kleiner als die da. Die ist sogar noch stärker in der Leistung her. Schafft 160. Okay. Haben wir irgendwas, was noch richtig abgeht, wo ich sagen kann, jo. Was, jetzt mal kurz, 18 Güter können wir damit transportieren. Da könnte man ein bisschen verschiedene Waggons ranklatschen. Das finde ich auch eine interessante Idee. Jetzt aber mal kurz zum Verständnis. Die schaffen eh alle nur 120. Die können auch Güter ohne Ende transportieren, schaffen aber weniger Güter. Der schafft sogar noch, also der Originalgüterwagen schafft sogar 180. Der kann nur Holz mitnehmen. Okay, also jetzt brauchen wir erstmal die Lok. Wenn wir jetzt die normalen Güterwägen nehmen würden, dann kommen wir auf 180. Haben wir irgendeine Lok, die 180 schafft und Güter transportiert? Das schafft ihr, ihr seid, ihr seid nicht so gut. Die kann auch ruhig eigentlich ein bisschen schneller theoretisch fahren, die wird dann eh durch die Güterwägen gebremst. Ist natürlich jetzt die Frage, das ist ein Schüttgutwagen, auch nicht schlecht. Kesselwagen brauchen wir nicht. Also 120 ist eigentlich Ultimo, es sei denn, wir arbeiten wirklich mit den reinen Güterwägen. Die können aber nicht so viel transportieren, finde ich auch Blödsinn. Ja, passt auf, dann machen wir mal Folgendes. Dann nehmen wir hier die Lok, die auf 160 ausgelegt ist, die ordentlich Leistung hinterm am Kessel hat. Ja. Kaufen uns das Ding. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen so einen Wagen, nochmal zwei, dann zwei davon. Dann könnten wir noch 21, 18 gehen hier ran. Zwei davon. Und ganz hinten machen wir so einen noch ran. Ja, da haben wir, glaube ich, alles erledigt. Dann klonen wir die Lok gleich und machen mal Güterdeuten Ried, geben dem quasi schon die Strecke frei. Jetzt habe ich alle zugewiesen, oder? Gut, dann halten wir den halt mal schnell an. Wo ist die Lok? Na gut, dann müssen wir den anderen anhalten. Wen von beiden habe ich denn jetzt gebremst? Ich werde verrückt. Okay, du kannst raus. Schön. So, wunderbar. Der fährt los. Und sein Ziel wird sein, Neubiberg Anbau. Anbau hört sich auch super an, denn da muss er hin. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal, stopp, bevor die Lok wirklich in Fahrt kommt, müssen wir erstmal sagen, ich hoffe, es funktioniert. Der Abstand ist zu groß. Das habe ich befürchtet. Das ist natürlich eine Katastrophe, eine Mittelschwere. Denn wir müssen jetzt hier ein bisschen rumbasteln. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir könnten einen Cargo-Transporter einrichten, der zwischen den zwei Stellen hin und her pendelt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Spiel da so einfach gestrickt ist, dass es reichen würde, wenn wir einfach ein Verbindungsstück anbauen. Warte mal. Das da mit dem da? Ist auch zu groß. Okay, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Dann geht's halt jetzt in dem Fall nicht anders. Wir gruppieren die zusammen. Ist natürlich jetzt auch wieder... ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Güterzugtransfer. Gut, dann brauchen wir jetzt... Wir brauchen auf jeden Fall hier oben eh noch ein Busdepot. Wir müssen unbedingt nochmal uns anschauen. Wir haben ein paar Fahrzeuge, die echt überaltert sind. So, 40-Tonnen-Truck kann 20 mitnehmen. Wie viel kannst du in 13 mitnehmen? 13. Gibt es irgendwas, was besser ist? Nein, dann nehmen wir den 40-Tonner. 1, 2. 2 sollten auf der Strecke reichen. Güterzugtransfer. Jetzt hoffe ich, dass da auf dem Güterzugtransfer auch ein paar Fahrzeuge draufgehen. Von der Länge her sind wir noch längst nicht am Ultimo. Da könnte die Lok noch viel, viel mehr Waggons transportieren. Ich
bin mal gespannt, ob der wirklich tatsächlich irgendwann mal hier... Güterzugtransfer, alles klar, die ersten zwei sind schon da. Perfekt. Gibt das jetzt auch Geld, wenn der hier Rohstoffe abbringt? Ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall mehr mit diesen 40 Tonnen arbeiten, denn das ist momentan die stärkstmögliche Anbindung, die wir haben. Bringen die Geld? Das wäre jetzt natürlich der absolute Abschuss, wenn die noch Kohle bringen würden. Echt jetzt? Okay. So soll das natürlich dann auch sein. Ja, wunderschön. Wobei, so wie ich das sehe, liefert der auch eigenständig hin. Also es wäre jetzt auch gar nicht so das Problem gewesen. Wir hätten diese Linie eigentlich auch gar nicht machen müssen. Zeigen wir mal schnell, wenn der zu viel Minus macht, dann reißen wir den einfach insgesamt ab. Dann soll quasi das Ding von alleine liefern. Okay, du fährst nach Löhne und dann, wenn der, sobald der hier in Löhne losfährt, schicke ich den anderen auf die Strecke, dann ist der nämlich auch schon unterwegs. Und dann haben wir da vielleicht ein bisschen Ruhe. Ich finde das natürlich klasse, dass, also die, ganz ehrlich, wir haben jetzt hier einen, ich weiß nicht, fünfspurigen Ausbau von unserer einen Strecke. Das wollte ich schon immer mal machen, mir gefällt sowas. Also so Gleisbetten, die sich so langziehen durch die Landschaft, finde ich extrem cool. Gefällt mir gut. So, der kommt jetzt in Löhne gleich an, der fährt gerade die Schlinge oben. Und ich sage ja, sobald er von der Schlinge weg ist, schicke ich einen anderen auf die Reise. Ich bin mal gespannt, was hier abgeht. Wie viel können die denn eigentlich tragen? 169 könnten da theoretisch gehen. Da muss unsere Haushaltsfabrik noch ein bisschen dran klotzen. Das wird ordentlich. So, der dreht jetzt um und fährt Richtung Deutenried. Das heißt, den nächsten können wir gleich auf die Schiene setzen. Ich bin auf den Warenfluss hier, ehrlich gesagt, ein bisschen gespannt. Ja, macht ein bisschen Minus hier. Ich weiß nicht, ob wir das verbessern können, wenn wir mehr Busse setzen. Ich glaube es fast nicht. So, dann der nächste dürfte jetzt auf die Reise gehen. Können wir die nämlich alle zumachen. So, der macht natürlich jetzt auch megamäßig Minus. Aber mein Gott, soll er mal machen. Wir haben jetzt einen zweiten auch noch auf der Reihe. Mit 7 Minuten dürfte das eigentlich ganz flott gehen. Aber, kurze Info. Ja, wir dürfen natürlich eins nicht vergessen. Wir müssen auch nochmal Moment, kurze Pause. Da können wir gleich ein Bild machen. Ist doch super. Ihr habt euch ja eh schon seit 100 Jahren gewünscht, dass wir hier mehr mit Gütern arbeiten. Bitteschön, hier ist es. Bildchen gibt's auch noch, dann habt ihr das gleich im Thumbnail drin hängen. Wie viel hast du jetzt dabei? 18, ist natürlich ein Witz, ne? Passt auf, wir müssen nämlich jetzt an Folgendes denken. Wir müssen unsere Linien modernisieren, und zwar alle. Und da sehe ich insbesondere Bedarf, und jetzt kommt's, an der sämtlichen Verarbeitungslinien. Weil hier seh ich gerade, gut, die Güter sollen wir jetzt erstmal in Ruhe lassen, aber da rein die ganzen Verarbeitungsbetriebe, da sind noch die alten MAN drauf, die holen wir heim. Also passt auf, wir machen jetzt Folgendes. Der geht heim und der geht heim, dann haben wir ein bisschen Übersicht. So, Straßenfahrzeuge, 40 Tonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf die Bretterverarbeitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf die Plastikendproduktion. Was ist das genau nochmal? Zeig mal her, Plastikendprodukt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf die Stahlverarbeitung. Ich bin mal gespannt, wie dann sich unsere Haushaltswarenfabrik etwas entwickelt, sobald wir hier diese ganzen Trucks auf die Straße geschickt haben, denn die werden natürlich ordentlich Output haben. Da bin ich mir fast sicher, dass das geht. So, also nächstes Projekt. Eisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf die Eisenverarbeitung. Ich weiß, ich überziehe da gerade extrem drauf. Was bist du? Eisenverarbeitung, gelb. Das heißt, die haben jetzt richtig viele Trucks drauf. So will ich das allerdings auch. Dann haben wir hier die Kohle noch, die etwas mehr bräuchte.
Dann machen wir jetzt mal 1, 2, 3, 4. Kohleverarbeitung blau. Zack, okay. Ja, müssen wir mal gucken, ob das reicht. Rohölverarbeitung. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann der jetzt Rohöl oder kann der keins? Erdöl, ja. Dann schicken wir es auf die Rohöl. Das war die hier, hoffe ich, ja. Ich hoffe, der kann das transportieren. Aber er müsste es eigentlich schaffen. So, hier unten haben wir noch die Ölverarbeitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf die Öl, 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 Öl. Oh mein Öl. Wird mir das gerade wieder nicht angezeigt? Ja. Okay. So. Haben wir jetzt alle erwischt? Natürlich nicht. Oh Gott. Das wird ein Riesending jetzt hier. Aber gut. Wir wollten es so, dass es jetzt quasi das mal funktioniert. Wenn ich jetzt mir nur Straße anzeige, dann zeigt er mir wieder jeden Plunder an, oder? Ja, klar. Also, Straßenfahrzeuge kaufen. Zweimal, machen wir dreimal auf die Eisenverarbeitung pink. Zack. Dann haben wir dreimal auf die Kohle-Koks-Verarbeitung. 3 auf die Kohle-Koks-Verarbeitung. So. Dann machen wir 6 mal auf die Koks-Verarbeitung. 3, 4, 6 auf die Koks-Verarbeitung. Haben wir sie? Weiß ist das, ne? Ja. Muss man ein bisschen aufpassen bei den Linien. Wir hätten die auch im Übrigen kam der Tipp sogar tatsächlich von euch. Wir hätten die auch zusammenfassen können. Zu einer großen sozusagen, einer großen Linie, die gesamte Verarbeitung in einem Schlag abdeckt. Das werde ich mit der nächsten Karte so machen. Weil, wie gesagt, wir lernen ja auch alle zusammen und deswegen mache ich das in der nächsten Karte. 2, 3, 4, 5, 6. Einfach aus der Tatsache, wenn ich es jetzt nochmal alles abreiße, dann zieht sich das Ewigkeiten. Das müsste ich offscreen machen und ich will das ja mit euch zusammen spielen und nicht hier offscreen die ganze Geschichte erledigen, ja, wenn mir was nicht passt, weil das dauert einfach sonst zu lange. Ich denke mal, da hat jeder Verständnis für. Und in der nächsten Folge mache ich dann solche Verarbeitungsgänge dann halt mit einer Linie, die von A nach B nach C nach D führt, sozusagen. So wie jetzt mit der Güterlinie, die nach außen transportiert hat. So, ich gehe nochmal schnell alle hier durch. Nicht, dass ich wieder doch irgendwo was vergessen habe. Die Reutel-Sterz-Zentral machen wir jetzt mal anders. Da kommt jetzt anständige Busse drauf. 3, 4, 5, 6, 7. Weiß ich nicht. Müsste passen. So. Schauen wir mal, ob es von der Zeit her ungefähr hingeht. Reutel-Sterz zentral. So, hat neue Busse drauf. Dann passt das nämlich auch. Weil die ganz alten Dinger, die kann ja kein Mensch mehr sehen. So. Okay, in der nächsten Folge starte ich dann wieder aus der kleinen Pause. Dann reißen wir eventuell die anderen, diesen Ausweichbus nochmal ab. Und dann gucken wir mal, was passiert, wie viele Güter hier letzten Endes landen und wie viel Output dieses Ding hier dann am Ende des Tages erwirtschaftet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen, euer Zwerg auf ZwergTube, ciao.